Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Serial Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat mit Dirk Hilger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass wieder so viele zahlreich dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk den ein oder anderen Trade heute macht. Ganz wichtig. Okay, dann lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, ich muss hier erstmal auf den richtigen Schirm wechseln. Moment. Hast du dich hübsch gemacht für uns? Das gelingt nicht mehr ab einem gewissen Stadium. Das ist immer so ein bisschen das Problem. So, was haben wir jetzt für ein. Ja. Hast du noch dein Karnevalskostüm von gestern an? Was habe ich, mein Karneval? Das wäre schön gewesen. Ey. Leider ist das zeitlich überhaupt nicht drin gewesen. So, Bild sollte man sehen, ne? Mich sieht man nicht. Nelson, wo bist du eigentlich? Ich dachte, du kommst heute morgen hier vorbei und Ja, wir machen das hier zusammen. das hat heute nicht geklappt, aber ich habe mein Versprechen eingehalten, aber nächstes Mal wieder. Ja, das machen wir, ne? Weil dann sitze ich nämlich hier nicht so alleine. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob hier alles aufgeräumt ist. Ja, sieht aber erstmal gut aus. Also, einen wunderschönen guten Morgen hier live aus California. Alarv, muss ich ja eigentlich sagen, gestern nach dem 11.11. Aber ist an mir leider ja so ein bisschen spurlos vorübergegangen, die ganze Geschichte, außer meine Nachbarn, die haben unten gefeiert. Natürlich zu meinem Leidwesen, weil wie laut es dann halt hier war, kann man sich ja dann irgendwie vielleicht nicht vorstellen, wenn man hier noch nicht gewesen ist. Aber Nelson, du warst ja schon mal da. Also der Boden hat vibriert und ich saß hier gestern mit Ohrenstöpsel irgendwie bis nachmittags um, weiß gar nicht, irgendwie 2, 3 Uhr. Und entsprechend hat mich das natürlich gestern sehr gefreut, dass ich dann halt auch arbeiten durfte in der Zeit, wo die anderen dann halt entsprechend hier ja, das Privileg hatten, auf der Straße alkoholische Getränke zu sich zu nehmen, wie das ja am 1., am 11.11. in Köln ja auch eigentlich so sein sollte, ne? So als Kölner. Aber wie gesagt, ich nicht. Entsprechend, ja, auch wegen heute Morgen natürlich, hätte wahrscheinlich wenig Sinn gemacht. Nichtsdestotrotz, heute Morgen Live-Trading hier. Und ich glaube, es ist das erste Mal, wo ich hier reinkomme, wo ich gar keine Ahnung habe, wo der DAX steht. Ja, ich habe mir den echt noch nicht angeguckt, irgendwie seit gestern Morgen nicht mehr. Und aber vielleicht ist das ja gar nicht so falsch. Also dann hat man natürlich halt, oder gerade in meinem Fall, wenn ich ja halt immer meinen Blog mache, dann hat man natürlich immer so, man ist so ein bisschen befangen, irgendwie voreingenommen. Man hat da so eine Vorstellung, was der Markt denn jetzt dann halt letzten Endes da machen soll. Und das habe ich heute überhaupt nicht. Ich komme also komplett frisch hier rein. Und wir werden jetzt mal rausfinden, ob das eine gute Idee ist. Ich schalte jetzt mal um auf den Bildschirm. Auf den anderen, besser gesagt. So, da sind wir schon. Und wie man sieht, komme ich hier noch mit einer weiteren Herausforderung. Nämlich, ich habe hier die ungetestete Beta-Version am Start, die 251. Die jetzt dann halt auch nach der Messe, nach der WOT, dann halt auch kommen wird. Und wie ich ja vorhin auch schon am Anfang gezeigt habe, hier, ne, WOT, Stereo Trader, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Stereo Trader ist ganz gut vertreten. Wir haben diverse Standvorträge natürlich. Ich selbst übrigens gebe ein Seminar am Samstag und ich bin so ein bisschen überrascht darüber, wie wenig Anmeldungen da sind, weil das passt irgendwie überhaupt nicht zu dem, was hier immer los ist in den Webinaren. Wir sind ja hier immer dick dreistellig unterwegs mit den Zuschauerzahlen und im Seminar sind tatsächlich noch Plätze frei. Also das ist samstags und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn da der ein oder andere hier entsprechend aus diesen Reihen dann halt eben dann auch dort vor Ort wäre und ich nicht dann so einsam und alleine da vorne vor Publikum stehe. Also man kann es natürlich auch nur spontan machen, aber wie gesagt, finde ich schon schön. Und die Hauptbühne bin ich ebenfalls vertreten, aber nicht nur ich alleine mit dem Stereo Trader, sondern mit dabei sind eben halt auch noch der Orkan Kuyas auf der Live-Bühne als auch der Olli Najar.
Und das heißt, die ganze Live-Trading-Bühne ist mehr oder weniger Stereo-Trader gebrandet. Das finde ich natürlich super. Also es gibt irgendwie kaum auch eine Chance, irgendwie da überhaupt dran vorbeizukommen am Stereo-Trader auf der Messe. So, kann man mich noch hören? Sind alle verstummt? Wenn irgendwas ist, bitte einfach Alles losschreien. gut. Okay. So, ich muss nur mal gucken, weil wie gesagt, ich habe hier recht wenig gecheckt, aber sollte auf jeden Fall alles sichtbar sein. Ich habe auch meine Farben mal ein bisschen geändert. Ich brauchte mal einen Tapetenwechsel, wie man sieht. Ich hoffe, das ist aber trotzdem alles einigermaßen gut erkennbar. So, also wie gesagt, ich gehe jetzt halt hier völlig neutral erstmal auf den Markt los und guck mal, was da überhaupt passiert ist. Also so wie ich das halt abends eigentlich mache, wenn ich meinen Blog da halt zusammenschreibe. Also, ich weiß halt zumindest mal auswendig. Mal kurz erstmal im Daily gucken. Also, wenn ich gleich hier so ein bisschen vor mich hin stammele, bitte nicht wundern. Hier war das eigentlich die 211. Aber das sieht eigentlich mit der 320, die hatte ich vermutlich ja dann, mit der 220, Entschuldigung. Das ist schon auffällig, genau hier im Webinar zu den NFPs vermutlich ja dann halt irgendwo eingeführt. So, gerade mal gucken, das ist nämlich eigentlich die 200 und 11, die sieht man im Stundenchart wahrscheinlich ein bisschen genauer. So, hier oben fehlt halt noch eine 329, die zeichne ich jetzt mal ein, ohne jetzt groß irgendwie da in der Vergangenheit rumzuturnen, weil die kommt natürlich aus einer recht weit entfernten Vergangenheit. Das ist für mich ein Volumenpunkt wiederum, der halt auch irgendwo noch auf dem Programm steht und ohne den meines Erachtens auch nichts gehen wird. Das war ja so das Maximum, was ich die ganze Zeit schon im Auge hatte. Was man aber auch sagen muss, ich hatte ja bei den NFPs oder wann es gesagt oder wann es war, ja auch gesagt, hier oben läuft er nicht so eben drüber über die 211. Hat er jetzt dann aber Loch gemacht. Ne? Gut, ich meine, er ist hier deutlich abgeprallt in dem Bereich. Ne? Sieht man ja auch. Und kann mal gucken. Das wollte ich nicht. Ach, das ist hier wieder alles verstellt. Das kann ich hier nicht. Moment. Muss mal ganz schnell gucken, ob ich hier was an den Start bringen kann. Oder ob das nicht funktioniert. Doch, das müsste eigentlich gehen. Geht. So. Also. Nochmal das Ganze. Also. Genau das habe ich gesucht. Ne? Hier in dem Bereich sieht man ja schon deutlich, dass die 211, die war halt schon richtig. Das hat ja da auch fleißig reagiert, recht punktgenau. Hier in den Bereichen stützt auch eben hier drauf. Aber die Schlusskurse konzentrieren sich hier auf die 220. Also generell gehe ich mal davon aus, das wird jetzt erstmal halten, die Geschichte hier. Und dass wir halt schon nochmal irgendwie hauptsächlich jetzt hier auf dem Longweg dann auch weiterhin sind. Für meine Begriffe eben, bis das hier oben dann halt erledigt ist. Also das ist halt ein Punkt, der ist für mich, also hier die 329, der ist halt schon wichtig für mich zumindest. Ob das für den Markt dann auch so ist, das werden wir dann halt mal sehen. Und jetzt mal gucken, wie wir das im Stundenchart dann hier auseinandergedröselt kriegen. So, Moment, erstmal andere Farben hier wieder. Orange steht ja bei mir immer für Volumen. So, also die Stunde. Gut, der war schon gar nicht so falsch getroffen. Also, was ich halt natürlich jetzt mache, ist, ich suche mir halt hier, wobei das natürlich hier eine ziemliche Kreisfahrt ist, muss man halt auch klar sagen. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite, also hier war halt der Punkt, wo er am heftigsten dran gescheitert ist. Da hat sich so ein bisschen drüber konzentriert. Ist da auch erstmal recht deutlich drunter. Ja, da sind wir halt wieder bei der 211. Das ist kein genauer Punkt, aber irgendwo eine Zone um den Bereich drumherum. So, und den hat er jetzt wieder gekauft. Wird dann wahrscheinlich auch da wieder abprallen und wieder nach oben turnen. Wir haben nämlich nur auf der anderen Seite, haben halt hier oben das Problem, dass wir hier halt auch einen Support hatten. Da sieht man, da reagierte halt auch jetzt hier die letzten Supports drauf gestützt und hier wieder runter. Das ist halt erstmal potenziell natürlich jetzt eine Range.
Und wie sich die auflöst, werden wir halt sehen. Also tendenziell, ich meine, wir sind long unterwegs. Warum soll die sich nicht long auflösen? Auch wenn wir jetzt da oben erstmal scheitern, aber halt ein passender Punkt, zumindest mal im Stundenchart, wäre tatsächlich hier wieder die 211, 213, eventuell auch ein bisschen höher. Da muss man jetzt mal ein bisschen genauer gucken. Ich gehe mal eins tiefer auf den 15 Minuten. Und gucken wir das da mal an. Also, mal gucken, ob man da jetzt ein bisschen mehr sieht in dem Bereich. Das heißt, also so gehe ich dann halt vor, ne? Also vom Großen ins Kleinere, ins möglichst Kleine. M15 ist für mich immer ein ganz netter Trigger. Das habe ich ja auch schon oft gesagt, beziehungsweise erwähnt. Das heißt, ich suche mir jetzt hier einfach passend dazu dann den nächsten Punkt und die möglichst dann halt eine Clusterung. So, das heißt, die war eigentlich hier unten. Ist ein bisschen tief, wäre ein bisschen gemein, da mal kurz halt drunter zu gehen, wäre aber halt vom Prinzip her schon noch okay. Das sieht so eher so aus, als würde gleich die Eröffnung ziemlich langweilig werden erstmal, weil er hier nämlich jetzt eben genau zwischen den beiden festhängt. So, mal hier noch ein paar Sachen einblenden. So, Pivot, Fibo ist vom Vortag. Gucken, ob wir da irgendwas gematcht kriegen. Also hier haben wir natürlich auch den Pivot. Ne? Das ist jetzt halt so das letzte Cluster, was man hier sieht. Ne? Also hier, wo halt nochmal entsprechend die Umkehr nach oben dann erfolgt ist. Und da sind wir halt auch bei der 200 und irgendwas, also knapp drüber. Das heißt, wahrscheinlich ein brauchbarer Ansatz wäre, hier unten anfangen, also das halt möglichst dann halt irgendwo verteilt zu machen. Wir haben auch hier den Point of Control vom Vortag. Der ist halt auch hier mit dabei. Das ist auch die 61,8 vom Vortag. Also das ist halt auf jeden Fall schon, glaube ich, ein Level, was man irgendwo brauchen kann. Ne, weil irgendwo, wenn jetzt halt Volumen kommen sollte, was ich ja mal hoffe, dass ein bisschen was passiert, und dann macht es schon Sinn, wenn wir dann auch den Point of Control von gestern anlaufen, weil da halt einfach die meisten Händler unterwegs waren. So, was haben wir hier noch? Schlusskurs von gestern, ja, das ist. Ihr wisst, ich mag es nicht. Ne? Also irgendwie, das ist halt so das, was leider dagegen spricht. Ein Gap Close von oben ist kein Long-Signal. Das ist so ein bisschen tricky an der Sache. Das heißt, da gehe ich dann tatsächlich eher noch davon aus, also wenn wir das hier, das Gap und dann halt erstmal schließen, dass wir dann wirklich dann halt nochmal hier unten hinlaufen und nochmal, also zwar vielleicht nicht schnell, sondern eher langsam dann da unten nochmal halt, bevor das Ganze nochmal hochgeht. Weil meistens ist es so, wie gesagt, wenn das Gap erstmal geschlossen ist, geht es meistens noch ein paar Meter weiter. Und das wäre halt hier jetzt nicht allzu viel, eine Strecke von irgendwie 40 Punkten, die würde ich fast einkalkulieren. Ne? Also das heißt, kurze Reaktion ja, an der Stelle aber komplette Drehung tendenziell wohl eher nicht. So. So, haben wir denn hier den Schlusskurs von der letzten Stunde bei 242, beziehungsweise das Tief von der letzten Stunde. So, noch 10 Sekunden, also wäre natürlich auch, wenn der so schließt, dann kriegt er mal direkt eins auf den Deckel. Den würde ich auch mitmachen. Also irgendwo hier. In dem Bereich. Jetzt hängt er natürlich hier erstmal ein bisschen fest. Bei dieser Bildschirmeinstellung kann man kaum was mitlesen. Ich wüsste nicht, wieso, ehrlich gesagt. Da musst du das schon ein bisschen
genauer ausführen, lieber Manfred, weil ich habe das nämlich hier extra sogar vergrößert alles, damit es eben nicht zu klein ist. So, bist du denn der Thorsten? Was sind das schon wieder für Kommentare hier? Am Grau in Grau. Das Einzige, was hier grau ist, ist der Hintergrund. Und die Schwarz-Weiß-Kerzen, die ich ja sonst auch habe, haben hier einen deutlich höheren Kontrast wie auf Weiß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, ehrlich gesagt. Oder Nelson, was sagst du dazu? Ich kann alles sehen. Aber vielleicht lässt du in dieser Vergrößerung, dann ist das für den einen Ja, oder die, anderen. ach so, die Vergrößerung, ja klar. Aber Das kann ich natürlich machen. liebe Thorsten Helbig ist auch da übrigens. Der Hel, ach, du ahnst es nicht. Ist der auch da? Den darfst du kein Mikro geben. Du weißt, der hört nicht mehr auf. Und er will immer Short. Der Thorsten. Nein, Quatsch. Der darf natürlich gleich gerne mal auch was dazu. Was um die Zahlen rechts am Rand? Die sind doch völlig egal, dass die nicht lesbar sind. Die sind doch total unwichtig. Ist doch total egal, was da für eine Zahl steht. Ich sehe doch, was hier irgendwie an Kursen da ist. Und ich meine, das ist ja halt auch letzten Endes, also spielt ja keine Rolle, ob jetzt hier eine 241 steht, eine 51, 251 oder was auch immer. Ich versuche mich ja immer an dem zu orientieren, was der Chart mir vorzeichnet. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel die letzten Tage, wo ich gesagt habe, so, ich kann damit nichts anfangen, weil ich halt Clusterungen brauche. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Bild, wo die Bullen auf die Bären treffen und wo halt Käufer und Verkäufer sind und nicht nur eine Richtung. Und das ist ja das, was der Chart mir vorzeichnet und was für meine Begriffe ja auch der Ansatz ist für Trade, was du siehst, ne? Das sehe ich. Und das ist ja nicht das, was ich irgendwie sehen will, sondern das ist ja halt schon mal da. Und da versuche ich mich ja dann entsprechend dran zu orientieren. So, und deswegen ist es mir auch egal, ob da jetzt ein 240, 220 oder was ganz anderes steht, ne? So, jetzt muss man ja gucken, das sieht so ein bisschen dünn aus vom Volumen her, ne? Ich würde den eher mal hier so in der Form halt machen. Und auch mal gucken, wo der hier aufgesetzt ist. Nicht, dass ich was übersehe. Also wie gesagt, ich bin hier, ja, hier sitzen wir natürlich schon drauf. Auf diesem Peak, aber gut. Und da fehlt noch ein Stück. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja. Das ist so ein bisschen lahm, ne? Wo wieder hier halt auch reinkommt in den Markt. Das ist irgendwie schon ein bisschen wenig. Da. So, 3 Minuten sind auch erst durch. TP mal weg. Dann reagiert es dann auch prompt hier. Und zwar noch nicht viel, brauche ich natürlich schon ein bisschen mehr. So, ich gehe mal auf den M5. Gucken, was der uns so sagt. Aber ich habe es jetzt natürlich hier erstmal nur mit einer kleinen Position, also hier die Komplettpositionen wären halt hier 3 Kontrakte. Ich habe jetzt erstmal nur einen drin. Und beziehungsweise die Positionsgröße ist nicht entscheidend, sondern einfach nur, also es ist halt, mir geht es immer darum, es ist ein Live-Konto, Größe ist egal und es ist, dient ja nur dann halt als Referenz, ne? Also ich würde halt hier mit 3 verteilten Positionen maximal halt reingehen. Jetzt ist halt erstmal nur eine drin, das ist aber okay. Und vielleicht gibt es ja noch eine andere Strecke entsprechend, die man noch ein bisschen anders einfangen kann. So. Na komm, ein bisschen bewegen darfst du dich schon noch in die andere Richtung. Boah, das ist echt, meine Güte, ja. Schon ein bisschen überschaubar, ne? Was da passiert. Wäre ich jetzt der Heiko Behrendt, hätte ich hier jetzt schon irgendwie, glaube ich, 7, 8 Punkte mitgenommen. Mit vermutlich 3 Positionen schon verteilt rein. Aber ich versuche es ja halt für die
Ich wollte gerade sagen, für die nicht ganz so schnellen zu machen. Nein, ich versuche es nicht ganz so schnell zu machen, sondern dann halt schon immer eher so ein bisschen größere Bewegung halt einzufangen, auch wenn das dann halt nicht so schnell aufgeht. So, was man jetzt machen kann, ist natürlich keine Empfehlung, was man möchte, aber wäre halt schon denkbar, wenn wir hier halt nochmal hinkommen, dass wir dann entsprechend auch hier gleich mal eine Etage tiefer rutschen. Aber wie gesagt, es braucht halt schon ein bisschen Alarm hier, ne? Ich habe gar kein Orderbuch drin. So. Also es ist wirklich hier zum ersten Mal, wo diese Version auf dem Live-Konto jetzt mal halt agieren darf. Ist natürlich auch mit dem Grund, warum ich hier nicht bei solchen Geschichten mit Monsterpositionen da halt reingehe. Weil es natürlich auch immer für mich ein Live-Test ist, bevor halt neue Versionen da halt irgendwo dann auf die Menschheit losgelassen werden. Ja, komm, wahrscheinlich wird es irgendwie sich hier mit der ersten 15-Minuten-Kerze mal ein bisschen deutlicher auflösen. Aber immer nur hoch, ne? Aber mal gucken, wenn wir jetzt halt einen Squeeze kriegen sollten, also hier tatsächlich über die 3, 6, 8 da nochmal rausrennen sollten, da würde ich erstmal die Füße stillhalten. Ich meine, es ist erstmal nur eine Idee, ne? Dass wir da halt ein Stück weit runtergehen. Er muss das jetzt deswegen ja nicht machen. Ich kann ja auch komplett falsch liegen und das bisschen hier der kleine Peak, vielleicht reicht er ja auch, um schon wieder ein neues Hoch da oben irgendwo rauszumachen, dann ist das halt so. Und dann muss man halt dann irgendwie mal kurz abwarten. Aber für mich sieht es schon noch alles irgendwie plausibel aus, weil jedes Mal sieht man ja gerade, wenn er da reinrennt, da kommt halt nicht viel nach. Also bisher, ne? Wobei, darf natürlich auch hier nicht vergessen, wir sind gerade erst 7 Minuten, 8 Minuten in der Eröffnung drin und bisher hat noch keiner irgendwas gedreht hier. Da ist einfach noch viel zu wenig passiert. Also hier mit gedreht meine ich halt Volumen. Da war halt einfach noch nichts. Ja, das sieht aus, als wäre da halt irgendwie alles noch, wird irgendwo liegen, aber es hat noch keiner irgendwie auf den Knopf gedrückt und irgendwas unternommen. Und sonst hätten wir ein bisschen andere Bewegungen hier an der Stelle. Ja, was man aber sieht, also hier oben, das geht halt nicht wirklich weiter. Ne? Ich meine, das ist jetzt wie gesagt alles überschaubar. Von der Vola, aber trotzdem ist ja das, was man zumindest hier erkennen kann. Und deswegen wird es jetzt halt schon Sinn machen. Ups, keine Long. Deswegen wird es schon Sinn machen, wenn wir hier. Ich habe die jetzt weggenommen, warum? Weil halt hier einfach nichts ist. Ne? Also ich sehe hier oben im Orderbuch, sehe ich halt nichts, was da halt irgendwie hinterherläuft. Irgendwie an dickeren Order. Ich sehe keine Bewegung hier im Markt. Der zappelt hier einfach nur in einer kleinen Range rauf und runter. Das ist halt so, das machen wir ein bisschen weg. Das ist so ein bisschen traurig. M1 brauche ich wahrscheinlich gar nicht angucken. Ach Gott. Sagt mir irgendwie genauso viel. Also, was man hier natürlich sieht, ne, es hat irgendwie ein kleines Gap. Und genau jetzt das ist eigentlich ein schöner Vergleich mit dem Kassa-Gap von gestern. Also, auch wenn es jetzt hier nur im M1 ist, ja, aber man sieht halt, so erstmal geht es in die Richtung weiter, das ist okay, aber dann wird das Gap geschlossen und dann geht es aber auch weiter. Ne? Und das ist halt mit den Gaps in höheren Timeframes auch nicht anders. Ne? Und deswegen, wenn so ein Ding erstmal zu ist, geht es erstmal noch ein paar Meter in die andere Richtung. Völlig normal erstmal hier. Wie gesagt, es war nur der M1, aber das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. So, das heißt, zumindest hier bräuchten wir irgendwie mal eine vernünftige lange Kerze, aber auch da nichts. Gucken wir mal hier irgendwas. So, da oben haben wir natürlich auch noch so ein paar
Supports da oben in dem Bereich, also eigentlich genau da, wo mein Stop sitzt, wenn ich das hier richtig sehe. Das wäre so das hier. Wäre möglich, muss aber nicht sein. Also, wenn es hier schnell genug geht, dann ist da alles fein. Gerade hier mal den TA reinwerfen. Das können wir ja auch mal anschmeißen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie da oben, finde ich irgendwie gut. Das finde da, glaube ich, irgendwie gut. Und da wäre natürlich auch wieder der Pivot. Und eventuell muss man da halt schnell sein. Falls wir jetzt irgendwie da oben halt eine Kerze kriegen, wo man halt. Aha, ja, da kommen schon die ersten kleinen Bugs. Nichts Wildes hier oben sieht man, wenn ich Positionsgröße ändere, wandert das hier oben nicht nach. Sondern ich kann hier nur über das, was an Buttons drin ist, aber es macht nichts. Wo die Longs da unten liegen, da, wo es hier angezeigt ist, in der Order. 218, 208. Und hier am Kassaschluss und an der FIBO vom Vortag. Moment. Ach ja, was willst du machen, ne? Wenn keine Bewegung da ist, ist keine Bewegung da. Gibt es neben dem Volumenprofil auch noch echte Volumen auf der Zeitachse? Also das hier ist echtes Volumen, ne? Weil das, ich habe ja hier Value Mapping gemacht. Das heißt, hier liegt ja der FDAX dahinter. Aber gemeint ist jetzt wahrscheinlich hier unten, ne? Dass das halt irgendwie auch noch echtes Volumen ist. Nee, leider nicht. Leider nichts. Wäre vielleicht mal eine Idee, das auch noch mal irgendwann irgendwo einzuführen. So, jetzt sammeln wir uns mal hier mal ein bisschen ein. Da kann ruhig noch ein bisschen eindecken. Da oben, da gehe ich mal erstmal mit. Wäre natürlich doof, wenn er jetzt einfach hier oben drüber läuft. Finde ich dann nicht so klasse. Also, das hier mit dem Stop ist aber auch an der Stelle jetzt erlaubt, weil die Position ja noch nicht ganz drin ist. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie, noch gerade mal 8 Punkte. Ich meine, das hier sind irgendwie 20 Punkte, mehr ist es ja nicht. So, hier sieht man jetzt zumindest schon mal ein bisschen was, ne? Da oben wird es ein bisschen dicker von den Verkäufern. Mal gucken, wenn die echt sind, ob der Markt da durchgeht oder nicht. Jesus, was eine Wola. Bisschen mehr Alarm fände ich ja schon irgendwie gut. So, da kommt jetzt wohl möglicherweise mal ein bisschen was. So. Oder auch nicht. Es geht hier leider wirklich nur 5 Punkte rauf und runter. Da hatten wir wirklich die letzten Tage echt andere Eröffnungen. Das hier ist ja wirklich schlimm.
Was man natürlich auch machen kann, wenn man halt mit solchen skalierten Positionen arbeitet. Ich meine, die eine liegt jetzt hier irgendwie 7 Punkte vorne. Ich könnte jetzt genauso gut die wieder rausnehmen und dann halt oben wieder eindecken und wieder rausnehmen. Und kann es natürlich auch genauso gut automatisch machen mit dem ROP-Attribut. Das heißt, also wenn ich so eine Order halt als Beispiel nehme und gebe der halt ein ROP-Attribut, das heißt, die wird sich dann halt immer wieder selber hinsetzen, wenn sie im Profit aufgelöst ist. Ja, dann wird die sich immer wieder selbst dahin platzieren. Ob das jetzt so geht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Müsste eigentlich aber auch gehen, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt nachträglich setze, man sieht die jetzt hier nur nicht gut, weil jetzt gerade irgendwie der Dom da drüber liegt, aber hier ist halt der Entry, der war ja hier an dieser Stelle. Und das ist jetzt halt diese Teilposition, ne? Und wenn ich da jetzt halt ROP sage, dann heißt es so recreate in case of profit. Das heißt, also setze dich wieder von selbst dahin, wenn du im Plus geschlossen hast. Aber ich lasse die jetzt erstmal für den Moment jetzt erstmal an der Stelle da drin, weil 15 Minuten sind nämlich gerade fertig. Wir steuern jetzt auf den M30 zu und oft haben wir da halt auch eine Richtungsänderung. Deswegen gehe ich mal optimistisch davon aus, dass wir jetzt halt ein bisschen mehr eine Bewegung nach unten kriegen. Und wenn nicht, kann ich das immer noch machen. So, nur der hier ist jetzt vom Timing her fehl am Platz. So, ich mache mal den X-Frame hier drauf. Gucken, dass alles funktioniert. Ja. Also ihr seht schon, glaube ich, das reagiert alles recht flüssig hier bei mir. Das war auch der, ist auch übrigens der Grund für die 251-Version. Weil nämlich da speziell der MT5 und speziell seit dem letzten Update irgendwie teilweise doch recht zäh reagiert hat. So, da kommt jetzt dann doch wieder nix. Also. Mein lieber DAX, du wirst uns doch hier nicht das Webinar sabotieren. Aber was man da auch halt hier sieht, natürlich ist halt vom Future, die Eröffnung von gestern, die liegt natürlich auch hier oben in dem Bereich. Ja, hier sieht man es ja halt an der Kerze. Da sind wir gerade irgendwo relativ genau eben auch. Tja, und da hängt er einfach mal fest. Ja, also wie gesagt, das war halt der Grund, weil ich das halt selber irgendwie auch gerade bei den letzten Webinaren gemerkt habe, dass da halt irgendwie teilweise von der Bedienung so ein bisschen was hakt und das ist halt alles deutlich flüssiger. Und das heißt, es gibt keine neuen Funktionen der 251, sondern nur Optimierungen, Verbesserungen, auch solche Geschichten wie High Vola Protection. Das heißt also, wenn die Vola halt zu hoch geht und dann wird es halt auch entsprechend erkannt und dann wird halt so die interne, soll man sagen, der interne Funkverkehr im Stereo Trader, der wird halt dann reduziert und so, dass halt eben alles dann halt auch flüssig bedienbar eben bleibt. Und das sind so Geschichten, die halt hier drin sind. Wieso war die untere Order vom Timing nichts mehr? Ganz einfach, weil wir jetzt am Anfang von der neuen 15-Minuten-Kerze sind und ich versuche das immer so ein bisschen in Rhythmik halt einzusortieren. Und wir haben halt die größten Bewegungen immer am Anfang, Ende von der Kerzen. Allerdings, Anfang war jetzt deswegen nicht gut, weil halt hier die letzte 15-Minuten-Kerze, so wie ich das sehe, und wenn ich mache mal hier eine andere Zeiteinstellung an, aber es müsste ein Außenstab gewesen sein. War das einer? Das muss ich selber überlegen. Höher geschlossen, höheres hoch, aber nicht über dem. Ja, trotzdem müsste es ein Außenstab sein. Und der hat dann eben ganz oft die Angewohnheit, dann halt nur unten zu reagieren und dann halt wieder auf Anfang zu laufen. Deswegen habe ich gesagt, die ist vom Timing her jetzt erstmal nicht gut. Und wären wir jetzt halt irgendwie, also wenn wir jetzt hier noch irgendwie stehen, als Beispiel 7 bis 8 Minuten, dann würde ich den hier drin lassen, weil dann wird nämlich die 30 Minuten Kerze fertig.
Und die ist eigentlich der erste Trigger für die Stundenkerze. Also versuche ich, ich meine, das ist natürlich auch keine Raketenwissenschaft, ne? Aber ich versuche das halt schon immer vom Faktor Zeit, den da halt irgendwo auch mit drin zu behalten. Funktioniert nicht immer, aber zumindest mal, dass der Ansatz der ist, am Ende und am Anfang von der Stunde hat man die meiste Bewegung. Das ist mit Sicherheit so. Das ist fast immer so. Und genauso ist es halt eben auch bei den kleineren Timeframes. M15 ist jetzt der erste größere, in Anführungszeichen, der hier fertig wurde. Das ist dann halt die erste Impulsrichtung. Und deswegen würde ich dann nicht unbedingt direkt mit der ersten Minute danach dann gegen die erste Impulsrichtung dann halt handeln. Deswegen habe ich gesagt, der ist vom Timing her da unten erstmal nicht so klasse. So, aber irgendwie kommt hier nichts, das gibt's doch gar nicht. Nichts passiert. Orderbuch total neutral auch. Aber der Thorsten kann nachher sehr gerne. Du bist ja noch da, Thorsten, ne? Er möchte nicht, hat er gesagt. Was? Was Er hat sagt? heute Was sagst bis, du? er hat heute frei, sagt er. Er möchte nicht. Oder nicht? Ja, Thorsten hat immer so ganz große Bewegungsrichtungen. Die könnte er natürlich ansonsten auch gerne mal hier vorstellen, was er da gerade im Sinn hat. Ich versuche ja immer nur hier so mich irgendwie für einen maximal den Tag halt zu positionieren und so, dass man nicht alle 5 Minuten operieren muss. Und der Thorsten macht immer ganze Weltreisen, die dann halt auch schon mal über Tage oder Wochen halt irgendwo angesetzt sein können. So, jetzt passiert doch wenigstens mal so ein bisschen was hier, ne? Er ist aber auch short, sagt er. Er ist auch short, ja. Der Thorsten ist immer short. Fast immer. Also gefühlt zumindest. So, Kleiner, was ist denn jetzt hier? So, was man jetzt halt hier auf jeden Fall dann machen sollte, täte tun. Der muss jetzt nicht unbedingt mehr im Verlust da oben raus, ne? Diese Teilposition. Den Stop-Loss selber lasse ich da oben mal sitzen, weil ich versuche mich ja hier, wie man ja sieht, einzuskalieren. So, 23, jetzt sind wir genau hier in der Hälfte von dem M15 Impuls. So, jetzt mal gucken, was er damit macht. So, Break-Even-Safe ist erstmal aktiviert. Sieht man, ne, der Stop-Loss hat sich jetzt von selbst bewegt. So, mal gucken, ob wir jetzt da durchgehen. Oder nicht? Finde ich natürlich total klasse. Kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel gerade. So, wenn das nochmal runter geht, trailen wir das Ding einfach mal hinterher. Und mal gucken, ob wir hier jetzt, ja, das ist ein bisschen früh, Moment, ob wir jetzt hier einen Impuls kriegen. Wir haben noch 45 Sekunden für den M5. Ich meine, was man machen kann, wenn man todesmutig ist, ne, ist dann halt hier drunter nochmal halt irgendwie nochmal eine Position zu setzen. Aber ich lasse das jetzt erstmal. Wahrscheinlich fliegen wir jetzt hier auch raus, weil wir haben insgesamt halt zu wenig Wohler hier am Start. Ja, ne? Zu wenig Bums und Volumen. Also nehmen wir die paar Punkte mal mit. Ja, da muss ich glaube ich auch nochmal ran. Das stimmt so noch nicht. So, ist richtig. Na, so mit der 30-Minuten-Kerze. Ich meine, man kann natürlich ja halt auch irgendwie, wenn sich die Bewegung halt hält, auch hier direkt nochmal ran. Ne? Aber ich lasse es jetzt erstmal sein. Weil mir reicht es halt irgendwie nicht von dem, was halt hier tatsächlich halt abgeht. So, was waren das jetzt hier? Ja, 9 Punkte ist doch in Ordnung erstmal.
Die waren ja auch dafür recht sauber. Aber ist natürlich insofern trotzdem also interessant. Ich würde jetzt eher versuchen, wenn jetzt halt der M30 halt hier drunter schließt, dann da nochmal irgendwie in den Rücklauf eher reinzukommen. So, jetzt darf ich noch hier den Überblick nicht verlieren. Also, was ich meinte, ist halt, es ist insofern halt natürlich interessant, dass wenn wir halt hier das Kassa-Gap halt zumachen und wenn ich dann halt meinen Ansatz halt nehme, ich sage ja, dann gehen wir sowieso nochmal ein paar Punkte tiefer höchstwahrscheinlich. Und dann ist natürlich interessant, weil da liegen halt unten nochmal 30 potenzielle Punkte, die dann natürlich halt auch noch drin sein könnten. So. Also Thorsten schreibt gerade, sind hier gestartet bei der 13.300. Ja, das war natürlich schon nett. Und die Stops bei 355, ja, das passt zumindest auch zu dem, was ich da halt im Sinn habe, weil ich hätte auch schon gerne ab der 329 eine größere Bewegung, die halt mal mindestens 500 Punkte runter sollte. Und wie gesagt, der Thorsten Helwig hat gerade hier mir geschrieben, dass er halt, die sind bei 300 rein, also bei 12.300 und der Stop-Loss liegt bei 355. Insofern decken wir uns da halt auch mit unseren Meinungen oder Ansichten vom Markt an der Stelle, was wir übrigens sehr oft machen. Wir merken es nur manchmal nicht. Und aber ich versuche es halt eher dann bis aufs Letzte dann irgendwo auszureizen und abzuwarten. Soll ich euch sagen, was er geschrieben hat? Ich glaube, man kann sich schon denken. Ne? Das war natürlich hier wieder. Nelson freut sich auch schon. Elfmeter ohne Torwart. Ich habe hier eine Steilvorlage mit dem Wort decken gegeben. Nein, aber bei mir ist immer so, muss ich aber auch zugeben. Ne? Ich habe immer halt dann so große Ideen, was der Markt dann machen soll. Oft tut das dann auch. Und wer ist nicht dabei? Ja, das ist halt einfach nichts für mich. Das muss ich halt auch irgendwann mal einsehen. Ich bin halt eher so lieber irgendwie flat abends. Ich merke es auch, ne? Ich kann das irgendwie so mit großen Positionen, ich schlafe dann halt nicht gut. Und das funktioniert einfach nicht bei mir. Und der Thorsten setzt sich halt einen Flieger und fliegt nach Afrika und ist 40 Stunden nicht erreichbar, ja? Und das mit Riesenpositionen. Ich dann auch mal sage, ja, Alter, wie geht das? Ey, das ist nichts für mich. Also das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und ich sage ja halt auch, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, das muss jeder für sich selber entscheiden und was man macht, muss zu einem passen. Ne? Und ich gebe ja halt große Richtungen deswegen gerne vor, weil auch in großen Richtungen kann man sich halt in kleinen Etappen rein und raus positionieren. Und das liegt mir halt einfach besser. Und der Thorsten nimmt halt die großen Strecken und guckt halt 2 Tage nicht auf den Computer. So, jetzt habe ich hier den verpennt, muss ich ein bisschen aufpassen, weil da haben wir jetzt, wir gehen jetzt, machen die M30 fertig und hier war gerade so ein bisschen größere Position halt auch. Größere Order. Und da scheint auch jemand nachzudrücken. Ob man jetzt hier nochmal einen Rücklauf kriegt, ich weiß es nicht. Also wenn dann tatsächlich hier oben auch eher nochmal am Bock. Ja, ne, jetzt kommt das Ding. Verdammt. Das ist, wenn man halt zu viel quatscht. Ich habe mich gerade hier gesehen, hier waren irgendwie 40 Kontrakte und es hat direkt runtergedrückt und die 25 darüber sind halt geblieben und die rutschen auch hier nach. Ne? Das sieht man ja. Da, der Kollege hier. Der drückt immer hinterher. Und wahrscheinlich ist es so, dass halt wirklich einmal halt eine Market ist, die halt hier von der Limit dann entsprechend verfolgt wird, um das entsprechend halt zu stützen. Das hat man vorhin hier schon kommen sehen. Und wie man sieht, ne, hier der Impuls jetzt halt hier mit der M30. Das heißt, M15 war jetzt halt hier die größere Nummer, die erstgrößere Nummer an der Stelle. Und der macht hier auch die Impulsrichtung. Infolgedessen
passt das. So, 3, 1, 2, 1. Was habe ich immer mit der 3? 2, 1, 3. Hier werden wir schon jetzt auch ein bisschen Gegenwehr bekommen. Ah, Timo klärt mich ja gerade auf. Das war kein Außenstab, weil es unter dem Hoch geschlossen hat. Das war kein Außenstab. Echt? Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, das wären noch ein paar Punkte mehr gewesen. Ne? Also, wer dann halt irgendwie drin geblieben ist und oder wer das gemacht hat, ich meine, hat ja natürlich keiner gemacht, weil das ist ja hier nur das, was ich mache, soll ja keiner nachmachen. Aber ich bin mir sicher, der eine oder andere hat ja die gleiche Idee gehabt und ist vielleicht drin geblieben und hat dann hier nochmal ein paar Punkte mehr rausgeschnitten. Ich hatte ja vorhin erklärt, ne? Also mir war das halt einfach nur in dem Moment hier ein bisschen wenig an Bewegung. Natürlich, im Nachhinein kann man jetzt sagen, ja, hätte ich ja auch da oben irgendwie einfach nur mal Break-Even ziehen können. Ja, hätte Fahrradkette. Ne? Er hätte ja auch einfach da hochlaufen können und nochmal irgendwie da oben füllen. Hätte ja auch alles sein können. Von daher war das für mich von der Entscheidung schon korrekt so. Und ich habe mich nur gerade wieder so ein bisschen verquatscht, weil das, was ich vorher gesagt habe mit dem Impuls hier zum M30 und mit der nächsten fertigen M15, das hat ja schon gepasst. Ne? Da kam ja dann direkt auch hier ein bisschen mehr Druck da nach unten und hat es ja dann auch voll gemacht. Also deswegen, ne, trotzdem wäre jetzt halt hier, glaube ich, mein Exit, weil halt irgendwie was schon wieder halt bremst. Ne? Und hier, da stehen wir auf jeden Fall am Außenstab im H1. Ne, hier bei der, da an dem Punkt hier, das ist ja eindeutig, ne, das hier ist eindeutig ein Außenstab. Und da ist er halt mal gerade kurz davor gelaufen, ziemlich genau hier zur Eröffnung. Und deswegen wäre das jetzt hier ohnehin dann an der Stelle spätestens auch mein Exit. Was man jetzt hier gerade übrigens sieht, wenn ich schon mal gerade hier den Scheinwerfer anhabe, ne, da haben wir halt irgendwie große Verkäufer, also relativ große auf der Oberseite und relativ große hier auf der Unterseite. Ne. Das heißt, hier fangen die gerade schon wieder an zu diskutieren, auch an der Stelle, ob es jetzt rauf oder runter geht. Ne. So, der will runter, der will rauf. Und wenn da halt, wenn das jetzt nicht nur Orders sind, sondern entsprechend halt auch hier entsprechende Market-Positionierungen da halt mitgehen. Und dann kann es hier an der Stelle einfach schon wieder vorbei sein. Und beziehungsweise wird jetzt hier so lange dann ausdiskutiert, bis der Drops gelutscht ist mit einem von den beiden. Ne? So wie beim Ping-Pong. Player A, Player B. Und hier wird man dann auch sehen, ob da halt was dahinter ist. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. Ja, da sieht man jetzt auch gleich, ob da was dahinter ist oder was oder nicht. Und was man übrigens auch machen kann, wenn man halt den Future hier hinter hat. Ich versuche es mal, ob das geht. Ja. So. So doof ist das gar nicht. Hier die Anzeige. Den trotzdem mal hier rüber. Man sieht halt tatsächlich dann schon hier, das ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also hier, das ist jetzt im Kontrast tatsächlich ein bisschen unschön hier mit dem Grau. Aber finde ich gar nicht so schlecht gemacht, weil man halt schon ganz nett sieht, wie groß das proportionale Volumen ist, was hier auf den jeweiligen Preislevels gedreht wurde. Ne? Und wenn wir hier so kleine Punkte haben, braucht man sich da überhaupt nicht dran zu orientieren. Aber hier, wenn wir natürlich dann so ein Teil dann halt hier haben, ne? So ein bisschen dicker ist, wobei die auch noch alle recht klein sind und das natürlich dann halt mit einer Order zusammenfällt und dann weiß man natürlich, die Order ist nicht gelöscht worden, sondern die ist halt tatsächlich an der Stelle gedreht worden, also gehandelt worden. Ne? Und insofern ist es gar nicht so doof, was die hier gemacht haben, auch wenn es jetzt kein richtiger Footprint ist, aber es geht so ein bisschen in die Richtung halt einfach, um das visuell auch ein bisschen schneller erfassen zu können. Habe ich eigentlich noch nie gezeigt, aber gucke ich tatsächlich manchmal schon drauf, gerade wenn dann halt eben solche großen Orders dann da halt sind, da sieht man dann schon halt, ob das Ganze halt irgendwo nur Fake war oder tatsächlich echt an der Stelle. Und hier wird man es jetzt auch sehen, wenn wir hier nochmal an die 31 kommen, ne, wo man hier sieht, das ist halt die 31 Kontrakte, die halt hier drin liegen, was mit denen dann halt passiert, wenn da halt dann nur halt so ein kleines Pünktchen ist, ne, und dann ist die halt gelöscht worden, dann war das an der Stelle wurscht.
Und wenn wir aber hier dann ein dickes Volumen kriegen, halt eben um diesen Punkt drumherum, das sind dann also größere Punkte dann halt, und dann kann man davon ausgehen, okay, da steckt halt auch dann ein bisschen mehr dahinter und es ist eben nicht nur eine Order. Also finde ich gar nicht so schlecht. Wo habe ich das hergeholt? Ja, einfach hier über die Markttiefe, ne? Also das hier oben Rechtsklick auf den FDAX. Wie gesagt, geht nur um Future-Konto natürlich. Und dann Markttiefe. Weil ich habe ja hier ohnehin ja auch, also für die, die halt hier vielleicht noch nicht so oft dabei waren, was ich ja halt hier mache mit dem StereoTrader ist, ich handle zwar hier den CFD, aber der Future ist dahinter gemappt. Das ist das Volume Mapping vom StereoTrader. Das heißt, ich kann mir den CFD hier anzeigen lassen, aber hier das Orderbuch und das Volumen vom Future entsprechend dahinter gerechnet. Man sieht auch zum Beispiel, ne, das ist nicht zu vermeiden, dass halt hier manchmal der Bid und der Ask nicht genau auf dem Spread hier vom Future liegt. Ne? Das heißt also, hier oben fängt ja halt die Bid-Seite an, unten die Ask-Seite. Und das kann aber auch nicht sein. Ne? Klar, weil wir haben ja halt im CFD haben wir ja einen festen Spread von 0,8 und im Future haben wir halt eben manchmal auch einen Spread von 0. Und das sieht man ja hier, ne? Wenn die direkt übereinander liegen. Also was heißt 0? Ne? Das ist halt einfach nur ein Tick, also 0,5, wenn man so will. Und deswegen schon wegen diesen 0,8 und der eigentlichen Tickgröße vom Future, die 0,5 beträgt im FDAX, hat man natürlich immer auch schon mal hier so einen Tick Abweichung. Aber mehr ist es halt in der Regel eigentlich nicht. Und vor allen Dingen, weil das ja auch teilweise ein bisschen anders getaxt ist. Und das Mapping rechnet das ja in Echtzeit um. Das heißt, es muss ja die Kurse auch umrechnen. Weil, wie man hier sieht, der Future steht zum Beispiel hier im Bid gerade, beziehungsweise im Ask oben bei 218 und im Bid bei 217. Ne, das weicht so ein bisschen ab, so 4, 5 Punkte. Das muss man aber dann auch nicht geistig addieren, sondern lässt das halt den StereoTrader machen. Der rechnet das halt mit die ganze Zeit. Aber deswegen gibt es dann natürlich immer halt kleine Abweichungen. Ne, klar, deswegen muss das nicht unbedingt dann auf den Tick dann hier stimmen, wenn dann halt so eine Order liegt. Aber auf 2 Ticks Genauigkeit dann aber noch schon in der Regel. So, das ist halt wie gesagt dieses Volume Mapping. Und das kann man einschalten. Hier oben Klick aufs Logo und dann geht man hier hoppla, da auf Symbol und dann kann ich halt hier Volumenquelle auswählen. Ich habe hier als Volumenquelle habe ich den FDAX-Kontrakt. Ne? Der ist halt hier hinterlegt. Ich könnte jetzt genauso gut hier umschalten auf DE30 Mini und auf den CFD, aber dann sehe ich natürlich kein Orderbuch und kein echtes Volumen. So, da passiert irgendwie nicht so wahnsinnig viel hier, ne? Also hier scheint sich keiner, also das Volumen ist bisher so gering, da traut sich nicht mal einer da unten dran. An den Kollegen hier. Ja, der Thorsten ist weg, sehe ich gerade, hört mich möglicherweise auch nicht mehr. Also ja, schade. Dir auch einen schönen Tag. Jetzt, wie gesagt, hier gerne mal deine größere Reise erklären können. Aber hatte Thorsten morgen auch ein Live-Trading, Nelson? Also nicht mit uns. Du bist so leise. Bin ich auch so leise? Ich bin leise, hört man mich schlecht? Ja. Okay, nee. Nee, weil er Also geschrieben morgen hat, bis hat er morgen. kein ja, ich weiß nicht, wer gemeint war. Also wir haben kein Webinar morgen. Okay. Gut. So. Ja. Okay, ich muss so manche Kommentare hier so ein bisschen versuchen zuzuordnen. Da war doch noch irgendwas. Ach. Der Norbert, der wollte doch auch mit uns mal ein Webinar machen, ne? Fällt mir doch gerade ein. Der wollte nämlich gerade mal kurz in eine andere Richtung. Ja, ich will ja grundsätzlich auch hoch, ne?
Aber halt nicht also 280 hatte ich ja als Ziel angegeben. Das ist, passt ja halt, ne? Hier zu den Hochs, keine Frage. Ja, bin ich dabei. Ich würde halt nur gerne ein bisschen tiefer Luft holen, um da halt irgendwie hinzulaufen. Und nee, nicht der Norbert. Nicht dieser Norbert. Wir haben zwei Norberts hier drin. Der andere in Norbert, der geschrieben hat, Ziel oben 280. Ja. So, was soll ich euch noch erzählen? Der Markt bewegt sich ja nicht wirklich gerade. Aber wir müssen es auch hier jetzt nicht unbedingt ausreizen, bis Hast du irgendwie. vielleicht zum Abschluss noch eine Meinung zum DAO? Zum DAO. Ja, den muss ich erstmal aufmachen. Moment mal, da brauche ich mal gerade eine Sekunde. Also hier passiert irgendwie, ne? Ich mache es mal so. Ich erkläre jetzt mal kurz hier, was ich vorhabe. Und beziehungsweise, wenn da jemand dran festhalten will. Oder also ganz kurz, sorry, wenn ich hier ein bisschen Faden verliere, das ist kein Plugin hier, ne? Das ist einfach nur die Markttiefe vom MetaTrader, wenn man ein Future-Konto hat. Da kann man sich das halt entsprechend anzeigen und kann das dann halt hier als zusätzliche Indikation halt nutzen. Und kann natürlich auch, wenn man will, hier übers Orderbuch direkt handeln, ne? Also klar, ich meine, im StereoTrader wird man es dann halt hier. Wenn man jetzt den Future aufmacht, ich habe hier CFD auf mit gemapptem Future, aber im Future selber würde ich dann halt hier einfach genauso da genau aufs Raster dann halt entsprechend die Order packen. So, und das hier ist ja nichts anderes, nur dass halt, dass ich das halt hier dann über den klassischen MetaTrader Weg mache. Also ich nutze eigentlich nur die Geschichte hier, aber jetzt nicht hier den Bereich, um da Orders aufzugeben, weil das kann ich hier natürlich wesentlich schneller und komfortabler machen. Genau, also. Weshalb oder wie ich halt die ganze Geschichte hier für heute jetzt erstmal sehe. Also generell hoch, ja. Ne, das sieht man ja auch, ne, weil halt einfach die Bereiche hier gestern sind ja gekauft worden. Ich gehe mal gar nicht weiter als jetzt irgendwie heute. Aber hier unten sieht man, das hat über dem Bereich hier, bei mir war es im großen Bild, war es die 211, hier war es die 320, kam aus dem letzten Webinar und da schließt er ja halt deutlich immer wieder drüber. Hier unten ist wieder zurückgekauft worden, die Geschichte. Ne? Und also hier unten sieht man, ne? Einmal runtergedippt, plapp, wieder hoch. Und wir schweben hier einfach in dem Außenstab halt drin. So, da spricht jetzt auch nicht viel dagegen, warum man da halt nicht mal irgendwie kurz auch nochmal irgendwie da unten hin kann. Aber generell sollte er das erstmal versuchen zu halten, weil wir halt eben auch immer wieder hier drüber schließen. So, und deswegen will ich halt generell hoch. Aber dann auch nicht nur bis zur 300, sondern dann auch nochmal ein Stück weit halt oben drüber. Also mein Target ist halt eigentlich die 329 und ab da entscheidet sich für meine Begriffe auch der Markt für eine größere Richtung. Beziehungsweise dort kommt es dann drauf an, was kriegen wir um diesen Punkt als Volumen da in den Markt, beziehungsweise in welche Richtung ist es gerichtet. Und oft ist es so, dass solche Punkte, dass die erstmal halt kurz gekauft werden, dann halt so ein Hütchen drauf gebaut wird und sich der Markt dann halt da konzentriert und wir dort dann halt einen Point of Control kriegen, also bei 13,329. So, und dann muss man halt genau aufpassen. Irgendwann wird dann halt einer kommen und wird dann halt ein größeres Fass in irgendeine Richtung aufmachen. Und meine Vermutung ist eben die, dass wir uns da oben halt stabilisieren. Nicht, dass wir im Spike da oben halt direkt runtergehen, sondern dass wir uns stabilisieren und wir dann halt irgendwann eine massive Bewegung bekommen von der 329. Und von dort würde ich dann halt auch gerne, jetzt bin ich ja doch schon über den Tag hinaus, aber von dort würde ich dann halt gerne auch mal 500 Punkte runter. So auf die letzten Supports, das sind wir irgendwo in dem Bereich, genau hier die 886. Ne? Das wäre so da, wo er gerne mal nochmal hinlaufen könnte. So, das ist so das generelle Ding. So, und was jetzt heute halt angeht, hoppla, gehe ich mal hier auf nochmal zurück in die Stunde. Generell will ich long, auch wenn ich jetzt hier vorhin short war, aber das hat sich angeboten. So, wir haben hier erstmal potenziell eine Range, weil wir halt hier unten Support haben, oben haben wir einen Widerstand. Ne? Hier sieht man, da oben an der Stelle, da so ein Ding, ne? Also hier oben drauf gestützt, gestützt, gestützt und dann doch weg, hier unten drunter gescheitert, gescheitert, gescheitert und dann doch hoch. So, und genau dazwischen bewegen wir uns jetzt gerade. Das heißt, das hier ist erstmal eine potenzielle Range. Die kann natürlich auch locker irgendwie bis zum Ende der Woche halt bestehen bleiben. Wann das auflöst, weiß ich nicht. Aber generell würde ich halt schon die Geschichte ja nach oben aufgelöst sehen.
Und wobei halt natürlich dieses Tief da unten nicht mehr erreicht werden sollte, sondern mein Favorit wäre halt tatsächlich, wenn wir hier in dem Bereich, in diesem Cluster, da halt irgendwo halt nach oben reagieren, dann wären wir halt da irgendwo bei, sind wir, machen wir es einfacher, so, dann sind wir hier irgendwo bei 180 wieder, ne? Das wäre halt auch hier so eine kleine Schweinerei unter dem Tief hier von, wann ist das heute Nacht gewesen? Ja, ne? So, das ist aber okay. Ja, das macht nichts. Also da kann man dann halt wieder schimpfen, wurden Stops gefischt. Würde für meine Begriffe passen, weil wir hier tendenziell auch eher seitwärts sind. So, heißt nicht, dass es so kommt, aber das wäre halt schick. So, einmal hier runter, da darf er ein bisschen reagieren, hier nochmal und dann halt das Kassa Gap, was wir hier auch haben. An der Stelle kann ich hier mal kurz einblenden. So, da sieht man es ja auch, ne? Ein Klick. Hier ist das Kassa Gap von gestern. Und dass wir da einmal drunter plammen und dann wieder zurück. Und dann kann er halt auch die Richtung nach oben wieder versuchen. Das wäre so mein Favorit. Zumindest mal wäre das jetzt kein sonderlich überraschendes Marktverhalten. So, und hier ging es jetzt halt erstmal nicht weiter. Das heißt, wir haben einfach viel zu wenig Volumen dann an der Stelle. So, das ist der DAX. Da kann ich ja mal gucken, ob ich den DAU hier mal aufkriege. So, auf die Schnelle. Eigentlich habe ich das aber alles soweit installiert. Das sollte passen. Und damit halt auch hier die Antwort auf die Frage, was bei der BOT. Ja, also ich selbst gebe ein Seminar am Samstag und freue mich, wenn halt da auch noch einige sich dafür begeistern könnten, dazu zu kommen. Und es gibt natürlich halt von allen Kollegen hier in der Runde, Thorsten Helwig, Orkan Kujas, Heiko Behrendt, Mike Seidel, Oliver Najar, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse, ich vergesse auf jeden Fall jetzt irgendeinen. Oliver Schwab, weiß ich jetzt gar nicht, ob der halt auch dabei ist auf der WOT, beziehungsweise Vorträge halt hält, aber ganz sicher eben halt auch noch der David Warney. Und das heißt, überall wird man den Stereo-Trader finden, an allen möglichen Ständen, plus wie gesagt, das Seminar von meiner Seite und auch das Live-Trading auf der Hauptbühne. Dieses Jahr große Ehre, Ritterschlag für mich. Ich wurde eingeladen, auf der Hauptbühne entsprechend halt auch im Live-Trading, im großen Live-Trading dabei zu sein. Freut mich natürlich sehr. Und das wird am Freitag sein. Ich werde aber von drei Terminen, die wir ja auf der Hauptbühne haben, werde ich aber nur bei zweien dabei sein, weil sich das ansonsten bei mir beißt mit den anderen Vorträgen. So, also hier, Kollege Dau, da gehe ich da auch mal kurz noch drauf ein. So, das hier alles noch ein bisschen, ist nicht jetzt auf die Größe eingestellt, aber hier geht es jetzt erstmal auch nur um die Punkte. So, der ist natürlich ein Monster, ne? Keine Frage. So, long as long can be, ne? Ich meine, mehr muss man zum Dau gar nicht sagen. Beide Dips und gut ist. Also, short ist anders. Was mir hier so ein bisschen fehlt, im Dau, weshalb auch laufen lassen, glaube ich, schwierig ist auf dem Level, das ist hier so, ne? Sieht man auf den ersten Blick, da oben hat er halt, ich mache ein bisschen größer nochmal, so. Das hat man so ein bisschen aufdröselt, dann sieht man hier schon recht deutlich, das hier sind Tageskerzen, ne? Hier hat, das war ja massiv halt der Widerstand, ne? Ist ja nicht weggekommen hier an der Stelle. So, das ist natürlich auch schon eine Ecke her, ne? Das war im Juli, keine Frage, aber macht nichts. Und dann ist er hier kurz davor und dann plappt durch. Aber das war halt der entscheidende Punkt, wo sie hier gar nicht dran getraut hatten. Hier haben sie das Ding mit Volumen durchgeballert. So, und obwohl ich jetzt hier gar nicht drauf geguckt habe, zufälligerweise sehe ich jetzt hier, ist die Eröffnung genau auch an der Stelle. Und das heißt, ab da ist dann Volumen auch aufgebaut worden und das ganze Ding nach oben gekauft. Und das wäre natürlich ein Punkt, den ich gerne auch mal wieder sehen würde. Also hier die 27.300 40, so in dem Bereich, ne? Ist auch hier ein kleines Gap. Sollte natürlich besser nicht zumachen, wird aber wahrscheinlich dann schon. Und das heißt, wir haben hier für meine Begriffe, haben wir hier halt eine möglicherweise wirklich schicke Zone. Mal gucken, ob ich die hier eingezeichnet kriege. Hoppla. Das ist so kompliziert hier. Eine schicke Zone in dem Bereich.
Ach, hier ist auch wieder schön voreingestellt. Moment. Film. So. Ein bisschen Farbe hier für den Kollegen. Warum gibt es hier kein einfaches Grün? Ja, halt so. So, in dem Bereich, ne, da haben wir halt das Gap. Also eigentlich sollte das besser hier nicht schließen, das kleine Gap. Ja, weil halt Gap Close ist meistens ungesund. Und wenn er das aber macht, und dann haben wir halt zumindest mal hier einen Bereich, der sich halt hier. So, dann haben wir hier auf jeden Fall so eine ganze Zone, die sich recht gut auch als Support dann halt auch eignet. Ne? Brauchen wir natürlich ein bisschen Vorstellungskraft, was es dafür eine Kerze braucht. Vor allen Dingen ist das ja halt auch ewig weit weg. Jetzt erstmal sind 500 Punkte tiefer, passt aber vielleicht dann aber eben auch dazu, wenn der DAX halt mal irgendwie eine runde Luft holt, dann wäre für den Dow hier das so die, für meine Begriffe, interessante Zone, wo er gern mal halt irgendwie drauf aufsetzen darf. Auch richtig derb. Ja, also das heißt hier die 3, 4, 6 mal 100 Punkte oder 120 Punkte rausnehmen und dann halt wieder hochballern. Aber das wäre halt auf jeden Fall so ein Punkt, den ich halt schon interessant finden würde, so mal im Generellen. So, jetzt hier, was den Tag angeht. Ja, da muss ich mich jetzt auch mal genauso, erstmal genauso reinfuchsen wie eben halt im DAX. Auch einfach mal hier die Widerstände suchen im Stundenchart. Da haben wir schon mal aufgesetzt, ne? Sind wir durch, aufgesetzt. Und fertig. So, und da haben wir halt die nächste Chance. Dann hier oben in dem Bereich, wo er gerne mal irgendwie hin dürfte. Also, beziehungsweise die nächste ist eigentlich hier oben. Ja, das ist halt so das letzte kleine Ausbruchscluster, nenne ich es jetzt mal an der Stelle, was wir hier hatten. Ne? Hier ist ja auch irgendwie Widerstand, dann doch gekauft und dann doch hoch. Also, so in dem Bereich 670, da sollten wir ja die ersten Käufer halt wieder finden. Und ansonsten dann halt hier Point of Control von gestern, beziehungsweise auch eigentlich eher hier so drüber, ne? Weil wir hier halt auch, ich hoffe, das ist irgendwie gerade ein bisschen klein, ne? Sorry. Weil wir hier halt auch irgendwo Widerstand dann durchgekauft. Da fehlt halt auch so ein bisschen der Backtest. Also das wären halt so die zwei Bereiche, die ich für heute, die ich für interessant halte. Also einmal hier oben, ne? Die 670 und entsprechend halt die 590, so um den Dreh. Da muss man natürlich dann gucken, dass halt auch entsprechend, dass dann halt auch Käufer da auftauchen. Und ab dort sollte es für meine Begriffe doch zumindest mal, auch wenn es jetzt nicht irgendwie die ganze Reise nach oben macht, ein paar Punkte für Long sollten da eigentlich im Topf sein. Würde mich schon wundern, wenn nicht. Ne? Ich meine, letzten Endes geht es ja auch nicht darum, irgendwie, dass ich halt am Ende des Tages sagen kann, so, hey, Ziel erreicht vom Kurs, interessiert mich doch gar nicht. Sondern es geht ja nur darum, ich sage, okay, das sind die Zonen, wo das Ganze aufeinander trifft und dort kann ich halt irgendwie 20, 30 Punkte rausschneiden und wenn es gut läuft, natürlich auch mal 100. Ne? Aber im Endeffekt geht es nur darum, ich brauche hier nur eine Reaktion. Was der dann damit macht, keine Ahnung. Glaskugel haben wir alle nicht. So, das wäre so der DAU einmal halt hier im Großen, wie ich es gerade gezeigt habe, im Tageschart, aber eben auch hier jetzt für heute auf der Stunde. Apropos Stunde, die Stunde ist rum. So, im DAX, da tut sich auch, wieso habe ich den eigentlich zugemacht? Egal. Da tut sich aber auch nicht wirklich noch großartig viel. Und von daher, gut, waren jetzt 9 Punkte, aber halt trotzdem irgendwie fühlt sich das nicht falsch an. Kann ja nicht immer irgendwie der Riesenkuchen sein, den man da halt mitnimmt. Aber für meine Begriffe fühlt sich das halt irgendwie richtig an, das jetzt auch so gemacht zu haben. Ne? Man sieht ja hier auch, da kommt halt einfach nichts. Ne? So, tingelt hier irgendwie in einer kleinen Range auf der Stelle. Ist ja schon fast erstaunlich, dass wir überhaupt irgendwas mitgenommen haben. 20 hätten es natürlich sein können, beziehungsweise sogar mehr, 25. Also wie gesagt, wer es gemacht hat. Und dann da, wo ich vorhin sagte, ich würde hier sowieso rausgehen, vielleicht dann auch die gleiche Idee hatte und dort seinen Exit gemacht hat, der hat dann halt hier eben 20 Punkte mitgenommen. Ja. So, Nelson. Mehr weiß ich nicht. Weißt du noch was? Nee. Gut, sprachlos. Nein, alles gut. Ich glaube, du hast ja wirklich alles dazu gesagt und mehr gibt der Markt im Moment nicht her. Ja, ich glaube, in dem Chat waren jetzt auch
alle Fragen beantwortet, soweit ich das gesehen habe. Von daher, jetzt sehen wir dich wieder. Ah, Ja, das ist herrlich. ein kalten Kaffee, Ja. muss ich gleich mal sagen. Sehr Boah, gut. ich sehe Ja, voll dann. verpennt aus heute, sehe ich gerade, ne? Meine Güte, ey. Die letzten Tage sind ein bisschen hart. Aber gut. Ja, da kommen ja noch ein paar schöne Tage jetzt. Du hast es ja schon angerissen, Donnerstag, beziehungsweise ab Freitag, World of Trading. Da werden wir alle zu finden sein. Ich hoffe, dass ja viele von euch hier auch dabei oder live dann vor Ort sind und gerne zu uns kommen an den Stand von FXLet und CapTrader, Fragen stellen. Dirk wird ja auch bei uns sein und Vortrag halten. Ja. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bis dahin noch einen schönen Tag, noch ja, erfolgreiche Trades, passen Sie auf Ihre Positionen auf wie immer. Und lieber Dirk, der Lutz schreibt, du siehst nach Kölsch ohne Ende aus. Ja, ich habe kein einziges getrunken, lieber Lutz. War halt wirklich. Wo schreibt er das denn? Ja, also ich sehe so aus. Das ist genau das Schlimme. Ich sehe auch noch so aus und habe nichts zu trinken bekommen. Ne? Das ist halt echt fatal. Nein, ich habe wirklich hier. Die letzten Tage halt so diverse Vorbereitungen halt noch gemacht, das ist nicht nur mit der Version, sondern eben halt natürlich auch für die Messe. Und ein bisschen wenig geschlafen, aber auch wie gesagt nichts getrunken. Ich wäre gestern sehr gerne rausgegangen, aber ist natürlich blöd, wenn man so aussieht und dann trotzdem nichts hatte. Man muss Aber ja auch nicht immer trinken, nicht wahr? genau. Ja, danke, schön, dass ihr dabei wart. Also hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen, aber. Hat ja, glaube ich, soweit erstmal so, glaube ich, war das ja nicht so falsch, was ich da irgendwie erzählt habe. Und man kann es ja nicht erzwingen, dass halt irgendwie der Markt dann halt irgendwie 100 Punkte in die Wunschrichtung läuft, wenn er nicht will, will er halt nicht. Ne? So, in diesem Sinne, passt auf euch auf, wie gesagt, WOT, ich hoffe, der ein oder andere ist da und beehrt mich mit seiner Anwesenheit. Und ansonsten sage ich hier bis zum nächsten Mal. Danke an den Nelson natürlich, der auch das nächste Mal hier auf der Couch sitzen wird. Ne, Nelson? Haben wir das da 26. November. ausgemacht? Nächster Termin. Genau. Und an das FXLet-Team hier fürs Veranstalten, natürlich an euch fürs Dabeisein. Passt auf euch auf eure Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.